Wir machen an dieser Stelle weiter mit dem nächsten Lightning Talk, der da lautet, der den Namen trägt, hybride Lösungen in Berliner Volkshochschulen. Wir freuen uns sehr, dass Sie, Thomas Muchalski, als Mediencoach der VHS Spandau, hier heute den weiten Weg nach Kreuzberg auf sich genommen haben und uns etwas zu dem Thema hybride Lösungen in Berliner Volkshochschulen mitgeben werden. Herzlich willkommen. Dankeschön. Bin ich zu hören? Ja, alles klar. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen, um Ihnen ein Thema, eine Chance vorstellen zu können, die zwei Welten, erweiterte Lernwelten, tatsächlich mal richtig bildhaft gegenständlich machen. Und dass es jetzt noch ein heikles Thema ist und sich der ein oder andere dann noch fragt, naja, ist das wirklich was für uns? Das ist hier heute mein Ziel, dass ich Sie ein bisschen begeistere, motiviere, einerseits in der Programmbereichsplanung, vielleicht auch in den ein oder anderen Fahrkurs und natürlich auch bei den Kursleitungen, denn hier geht es darum, das Wissen zu transportieren und unsere Kunden, unsere Kundinnen zu erreichen, die Teilnehmer. Und ich schaue mal, Sekunde, nee, das will so nicht. Und da sind wir eigentlich schon bei unserem Gold, den Kursleitungen, die bisher schon alles gelernt haben, dank oder genau aus der schlimmen Situation des Covids. Wir waren im Lockdown und mussten halt neue Formate innerhalb kürzester Zeit generieren. Daraus ist was unglaublich Tolles entstanden. Innerhalb von weniger als 2,5 Jahren haben viele Kursleitungen sowohl präsent als auch online ihre Kompetenzen erweitert. Und deshalb möchte ich das so ein bisschen weiter beleuchten im Laufe jetzt dieses Vortrags. Es geht also darum, dass die Besten jetzt in der Lage sind, aus ihrem Wissen weitere Kompetenzen zu schürfen. Und dabei stehen unter anderem die Mediencoaches Ihnen zur Seite, euch zur Seite. Das ist für uns jetzt auch Zeit, nachdem ja, die Anwendungsentwickler würden sagen, das ist jetzt hier alles noch in den Beta-Status, geht jetzt über in den Alpha-Status, weil wir tatsächlich das Produkt fast Serienreife erlangt haben, denn es geht darum, dass die Kursleitung, dass ihr in den Kursräumen hineinkommt und dann sogar spontan entscheidet, ist diese Session jetzt für mich präsent oder muss ich aufgrund von Krankheit, Urlaub oder Ähnlichem einige Teilnehmer noch mit onboarden und das online. Und das waren in den letzten 2 Jahren ein paar heikle Aufgaben. Es ging um technische Probleme, sehr viel Hall. Man konnte sich nicht sehen und wenn, wusste man auch nicht so richtig, sich zu orientieren. Das ist ja auch gerade schon ein paar Mal angeklungen. Und daraus entwickeln sich jetzt weitere Nutzen und Chancen für die Berliner Volkshochschulen. Was und wie wollen wir jetzt uns gleich mal genau anschauen. Die Trends und Entwicklungen nehmen wir dabei auch mit. Und ich werde die nächsten Minuten das also sehr darauf abzielen, die Vorteile, den Mehrwert für die Kursleitungen und für die Kundinnen der Berliner Volkshochschulen herauszuarbeiten, damit wir insgesamt dann unsere Chancen erkennen und sagen, ja, eigentlich könnten wir jetzt durchstarten. Warum die Teilnehmenden in dem Moment mehr davon profitieren, als sie jetzt im Moment wahrnehmen oder noch gar nicht sehen, ist auch gleich noch ein Part, den wir uns anschauen. Und die Kursleitenden selber, wie gerade schon erwähnt, werden durch ihre zusätzlichen Skills dann ihre Kompetenzen ausbauen können. Der Clou an der ganzen Sache ist, dass wir versuchen, das ist jetzt so eine These, die ich hier aufstelle, mit diesem Angebot, was wir erweitern, neue Zielgruppen zu erreichen. Wenn wir das schaffen, gleich am Ende dieses Vortrags so ein bisschen gemeinsam zu sehen, würde ich mich auf den Aftertalk freuen, beziehungsweise heute Nachmittag um 15.15 Uhr da mal richtig in Medias Res zu gehen, mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, mit euch zu diskutieren. So, fangen wir doch mal an. Was passiert eigentlich in einer hybriden Lehr- und Lernsituation? Die Teilnehmer sind sich untereinander relativ schnell einig und sehen sich, aber die Teilnehmer, die online zugeschaltet sind, sind ja dann so die Satelliten, die drumherum versuchen anzuschließen, manchmal sich ein bisschen an der Seite fühlen, zurückgesetzt fühlen und da kommt dann also quasi von der Perspektive aus die nächste Achse, da ist dann
die Kursleitende, der Kursleitende, die versuchen das Ganze zu orchestrieren. Das heißt, wie können wir ein Miteinander entwickeln, wie kann man eine Gruppe bilden? Und das ist sehr spannend, denn das hat auch schon durch diese Fehlerkultur, die wir gerade auch schon mal so ein bisschen uns angehört haben, einerseits ein großer Spaß, es erfordert natürlich auch ein bisschen Konzentration, aber viele der Kursleitenden, die das ausprobieren wollten, sind tatsächlich auch begeistert von dieser Maßnahme und machen das aus ihrer eigenen methodischen Entwicklung und brauchten da wenig Unterstützung. Aber auch das ist natürlich wichtig, dass wir als Mediencoaches euch da unterstützen, Methoden, die erprobt sind und auch didaktische Maßnahmen sich da bewähren. Ein anderes Thema ist, wenn man eine größere Gruppe im Kursraum hat und merkt, aha, die einen, die haben es sehr leicht, dem Unterrichtsstoff zu folgen, die anderen tun sich da ein bisschen schwerer. Da gibt es also jetzt neben diesem Format, was wir uns anschauen, auch dank künstlicher Intelligenz Unterstützungsmöglichkeiten. Und das ist so ein bisschen so der Teaser, der Angelhaken, den wir also auch mit einbringen wollen. Das, was wir uns angucken, machen wir also in ganz kleinen Übungen und lassen uns dabei tatsächlich durch bestehende Plattformen helfen, um sogar binnendifferenziert auf die Leistungen der Teilnehmer einzugehen. Das klingt jetzt alles schon ziemlich nach einem starken Tobak, aber die Zeit, die man auf der einen Seite einspart an Automatismen und immer wiederkehrenden Aufgaben, helfen dann jedem ein paar neue Aufgaben anzufassen, die Barrieren abzubauen, die Steine aus dem Weg zu räumen und das anzugehen. Und das ist also dann so der Appetizer, den wir dann gleich mit einspielen. Das heißt, es wird auf mehreren Ebenen passieren. Wir können durch Überraschungen, bei einem Foto war es früher das Fotobombing, beim Online-Kurs kommen plötzlich zwei VIPs mit in die Veranstaltung und haben dann vielleicht zu einem völlig anderen Thema mal kurz eine Idee und ziehen uns aus dem Thema, in dem wir gerade versuchen, uns konzentriert einzuarbeiten, heraus. Und bedeutet, auf allen möglichen Arten der Zusammenarbeit können wir arbeiten, uns erleichtern. Wir brauchen jetzt nicht Teilnehmer mehr einzufliegen, wir brauchen jetzt nicht groß zu organisieren, sondern wir haben dann einen Schwerpunkt gesetzt im Unterricht und brauchen dazu nochmal eine Expertise. Also was machen wir? Wir lassen einfach den oder diejenige mit draufschalten und kann dann innerhalb von einem kurzen Interview oder vielleicht durch mehrmaligen Besuch, je nachdem, was daraus sich entwickelt, natürlich noch eine weitere Spannung und Anziehung für die Kursteilnehmenden ergeben. Worauf ich ein bisschen abzielen möchte, ist, dass das Potenzial schon vorhanden ist. Das heißt, die letzten 2,5 Jahre haben die Kursleitenden einen ganz schönen Spagat hingekriegt, sie haben es gemeistert und jetzt hören sie Hybrid. Das bedeutet auch, jetzt müssen wir noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr uns da reinknien. Und genau das ist nicht der Fall, sondern es läuft gerade parallel. Die Kursleitenden, ihr habt genügend Potenzial präsent und online perfekt durch den Unterricht zu führen, die Lernziele zu erreichen. Und unsere Aufgabe ist es eben halt, diese beiden Schienen mal zusammenzuführen und zu gucken, wie man das interaktiv durch Kollaboration und dem Wegstellen der Tafel, die sonst im Kursraum steht, in einen freien Raum zu geben. Und auch das habe ich gerade auch schon mal gehört. Es geht also diesen übergeordneten Raum, der teilweise natürlich auch mit Macht und Übermacht bespielt wird. Aber wir nutzen diesen digitalen Raum, um kollaborativ nicht nur während des Unterrichts zu vermitteln, sondern die Leute, die ein bisschen hinterherhängen, haben nachher die Möglichkeit, die Aufgaben an diesem Board, an diesen kollaborativen Werkzeugen weiterzuarbeiten oder dann zusammen nach dem Unterricht sich vielleicht sogar noch mit dem einen oder anderen Teilnehmer, der gleichgesinnt ist, zu verabreden. Das heißt, der Kursraum ist eigentlich 24/7 geöffnet. Wann immer ihr Lust habt, macht ihr dann eben noch mal so ein paar Hausaufgaben nebenbei. Wer Lust hat, der macht es und wer nicht, der ist natürlich dann in der Differenzierung weiter voran, der hat wahrscheinlich schon die Aufgaben längst erfüllt. Wir öffnen, wir bauen Barrieren ab durch hybriden Unterricht. Das bedeutet, wenn wir uns ein Beispiel wie in einem Altenheim oder einem Pflegeheim vorstellen oder uns eine Einrichtung vorstellen, bei dem Menschen durch Ängste oder Traumata nicht in der Lage sind, an Kursen teilzunehmen,
hätten wir die Chance und werden die Chance haben und nutzen, durch Schulungen der Pflegepersonen, die erstmal eine kurze Einweisung bekommen, dann mit kleineren Gruppen in den Unterricht einzuführen. Und das bedeutet nicht, dass wir sofort 2 oder 3 Kurseinheiten machen, sondern das Ganze wird natürlich durch kleine Appetithäppchen innerhalb von leichten Übungen und Spielen gefördert und bedeutet eben dann, dass wir Zielgruppen erreichen können, dezentral. Wir müssen sie also nicht in die Volkshochschule, in die Lehrstätten einladen, sondern können sie erreichen in gewohnten und komfortablen Umgebungen, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher fühlen. Das heißt, diese erweiterten Lernwelten, die wir jetzt mit dem Beispiel hybriden Unterrichts leben können und werden, ermöglicht es uns, mit wenig Aufwand Menschen zu erreichen, die bisher wahrscheinlich eher gesagt haben, nee, ich traue mich nicht oder es überfordert mich, ich bin mobil nicht in der Lage, diese Wege auf mich zu nehmen und orientierungslos bin ich sowieso, bedeutet auch da eine neue Chance. Ich möchte hier nochmal kurz zusammenfassen, was sind denn erfolgreiche Lernmethoden in der Erwachsenenbildung beim hybriden Format? Da geht es tatsächlich um das Zusammenleben. Innerhalb von Aufgabenlösen, innerhalb von kleinen Gruppen lernen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer natürlich ein bisschen besser kennen und schätzen und werden über den Kurs hinaus vielleicht ja dann auch noch weitere Dinge bearbeiten, lösen und sich austauschen. Deshalb fand ich diesen Vortrag gerade mit dem Makerspace höchst spannend, weil das spielerische Element, was dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt, ist da schon gleich mit überbracht. Das heißt, viel, viel mehr Spiel, Gamification ist das Stichwort. Da gibt es ja heute um 15.15 Uhr auch nochmal einen interessanten Workshop, eine Session mit Rita und Kolja. Da werden solche Ziele mit Sicherheit auch gut ausgetauscht. Und das nur als ein kleiner Impuls. Und hier nochmal ein Blick, kollaborative Werkzeuge, was ist das überhaupt? Das können wir uns heute Nachmittag gemeinsam anschauen, wenn ihr Zeit und Lust habt. Wie funktioniert das? Dazu gibt es bestimmte Sammlungen und mit uns zusammen maßgeschneiderte Lösungen. Das bedeutet, jeder Kursleiter hat einen eigenen Workflow und wir können anhand der Erfahrungen, die wir gemeinsam jetzt aufbauen und austauschen, Anwendungsszenarien schaffen, also Best Cases. Und einige davon haben wir schon in petto und weitere wollen wir natürlich in den nächsten Monaten mit euch gestalten und den anderen Kursleitungen anbieten. Es sind also Prozesse, die jetzt nicht gleich steil starten, sondern es geht in der Lernkurve ziemlich flach erstmal voran, damit die Freude da überwiegt und der Stress möglichst nicht mehr wird, als er ohnehin schon vorhanden ist. Und das Ganze, wie gesagt, gibt es schon an verschiedenen, in diesem Fall werde ich euch heute Nachmittag einige Padlets vorstellen, bei denen es einmal einen Schwerpunkt gibt zum Thema hybriden Unterricht, Lernmethoden und wie ihr an den Stoff kommt, um euren Workflow weiter auszubauen und andererseits, wie kann man dann künstliche Intelligenz nutzen, um eigene Kurspläne zu erstellen und Alternativen, wenn man kurz eine Vertretungsstunde einschieben muss, wie schnell das geht, dass ihr euch da aufstellen könnt. Also das sind so Punkte, zu denen ich euch herzlich einladen möchte, heute Nachmittag. Und nochmal der große Spaß an der ganzen Angelegenheit, der ist wichtig, auch wenn man Fehler macht, wenn irgendwas schief läuft, die Ruhe bewahren und einfach das Ganze ausbauen und mit entsprechenden Spielen untermalen. So kann man zum Beispiel das Eis brechen am Anfang. Man kann während des Unterrichts auch da mal vom Thema abweichen und was völlig anderes machen. Inwieweit man das dosieren sollte, Unterrichtsziele vom präsenten Unterricht zu hybriden, wäre ebenfalls heute Nachmittag in der Praxis mal mit euch zu diskutieren. Hier nochmal der Hinweis, wie gesagt, das findet leider gleichzeitig statt. Ich wäre gerne auch selber bei der Gamification mit dabei, aber da müsst ihr euch entscheiden. Und kommen wir doch jetzt mal zu den Vorteilen des hybriden Unterrichts. Jetzt geht es nämlich in Richtung Teilnehmende. Also ein Teilnehmer, der sagt, ich möchte einen längeren Kurs besuchen, bin aber durch mein eigenes Zeitmanagement so stark eingebunden, dass ich bestimmt 4 oder 5 Veranstaltungen gar nicht wahrnehmen kann,
wie komme ich denn da überhaupt um die Ecke, wie kann ich den Stoff nachholen? Und da setzt also dann die Flexibilität an, die ein hybrides Format bietet. Das heißt, entweder seid ihr im Urlaub oder im Winter dann mal das ein oder andere Mal erkrankt als Teilnehmende. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit zu sagen, naja, ich fühle mich noch so weit in der Lage, online draufzuschalten und den Stoff nicht zu verpassen, ich fühle mich nicht so gut, dann höre ich mal erstmal zu oder ich möchte aktiv dann mit dabei sein. Das ist die Flexibilität, die bisher so nicht in der Wahrnehmung bei den Teilnehmenden ist und auch wir als Kursleitende in der Lage sein werden, denn es kann durchaus mal sein, dass ein Kursleitender in die andere Richtung ebenfalls mal einen Kurs Ablauf, ein Kursverlauf aus der Ferne mit betreuen kann. Auch das wird möglich sein. Das Problem ist die Infrastruktur in Deutschland. Wir sind da halt noch nicht so richtig gut aufgestellt, sind auf einem guten Weg. Die Berliner Volkshochschulen sind jetzt gefördert worden. Wir haben es gehört, wir haben schon ein paar Tropfen erhalten, aber es ist erst der Anfang und der zeigt aber auch schon Früchte. Ich kann es jetzt berichten und bestätigen aus der Volkshochschule Spandau. Wir hatten bisher ziemlich alte Frontprojektoren, die natürlich am Tageslicht nicht so viele Kontrastumfänge gezeigt haben. Und jetzt, seitdem wir im Spätsommer unsere neuen Whiteboards hier am Start haben, ist das Interesse groß. Die Abwicklung und die Lernmethoden orientieren sich immer mehr in die digitalen Lehrwerke und in Interaktion. Durch die Vielfalt, die wir zusammen erkunden können, ob das jetzt in Verbindung mit künstlicher Intelligenz ist oder mit neuen Formaten, die sich daraus gleich auch paaren, wenn wir schauen, was bei den Sprachen passiert, dass aufgrund von Einstufungen, ob A1 oder A2, jeder Teilnehmer selber sich ein Thema auch aussuchen kann, zu dem er gerne diese Kompetenz erwerben will, dann sind das auch ganz spannende Möglichkeiten. Das kommt dann wirklich von innen heraus. Der Teilnehmer bekommt dann individuell sein Pensum und seine Themen, die ihn interessieren. Und diese Vielfalt könnte auch ein Anreiz sein und wird ein Anreiz sein, um auf das Thema hybriden Unterricht weiter mal einen Fokus zu setzen. Ja, die Herausforderungen, das sind in allererster Linie die technischen. Daran haben mehrere Leute in den letzten 2-3 Jahren gearbeitet. Bin da auch extrem glücklich über die Unterstützung, die uns da widerfahren ist. Denn wir haben wenig Zeit zu testen. Es gibt kaum Möglichkeit, in einem Labor so etwas vorher mal auszuprobieren, einen sicheren Raum zu schaffen für die Kursleitenden. A, weil das ja auch alles mit Zeitaufwand, mit Dingen zu tun hat, die unser Zeitmanagement ebenfalls berühren, und von daher sollte das alles wohl überlegt sein. Und ich denke, mit der Zwischenlösung, die jetzt aktuell besteht, dass wir mit einem Videokonferenzsystem, das von der Decke hängt, auf Knopfdruck eine Videokonferenz einleiten können, haben wir schon technisch eine ganz gute Grundlage geschaffen, selbst Kursräume mit über 20, 25 Personen zu bespielen. Und wohlgemerkt, dabei sind Kamerasysteme am Start, wenn Teilnehmer im Kursraum sich untereinander unterhalten, wird gegengeschnitten. Also man kann jeweils denjenigen, der spricht, wahrnehmen als Online-Teilnehmer, sodass also da ein persönlicher Kontakt und Austausch möglich ist, auch wenn man auf einem anderen Kontinent unterwegs ist und bei dem Kurs beiwohnt. Eine weitere kleine Hürde und Herausforderung ist natürlich das Orchestrieren, und deshalb möchte ich nochmal auf diese Achsen anspielen. Als Kursleitender hat man einmal die Teilnehmer im Kursraum natürlich sofort dann im Blick und man weiß genau, wie sie angesprochen werden können und wie die Kursleitenden sie aktivieren. Bei den Online-Teilnehmern ist das schwieriger. Es ist nicht unbedingt das große Problem, aber wichtig ist dabei eine technische Unterstützung, und stellt euch vor, dass ein Monitor fernab von dem Whiteboard, also das, was wir bisher bei Online-Konferenzen erlebt haben, wir haben den Stoff gesehen, wir sehen die Teilnehmer und haben alles im Blick. Aber die Nähe kann tatsächlich durch eine Second Screen oder ein Second Display, eine zweite Anzeige geschaffen werden, wenn zum Beispiel an der Nebenwand in Höhe der Teilnehmer dort
ein größerer Bildschirm installiert wird, auf dem die Teilnehmer, die online zugeschaltet sind, ein Gruppengefühl einfach erstmal simulieren. Man kann mal kurz mit dem Auge nach links gucken, nach rechts, wo man sonst ja seinen Nachbarn hätte und weiß genau, oh, der hat jetzt gerade mit der Stirn gerunzelt und ich glaube, das gefiel ihm gerade nicht so, was gekommen ist. Bedeutet auch da einmal die Interaktion der Teilnehmenden. Die Kursleitenden haben dann die Möglichkeit, mit einem Blick auch alle zu erfassen. Und dann gibt es natürlich die andere Achse, dass die Teilnehmenden online, wie präsent, auch wieder zum Kursleitenden, zur Kursleitenden spiegeln. Das heißt, das ist alles ein Aufeinander-Einlassen, was innerhalb von wenigen Minuten funktioniert. Und damit wir das ausprobieren können, sollten wir uns da in der Tat erstmal ein paar Übungen und Möglichkeiten schaffen, damit jeder von euch diese eigene Erfahrung macht. Ich zeige euch gleich am Ende der Präsentation, wie das möglich ist, dass ihr schon mal so in dieses Testlabor hineinschauen könnt. Und von daher ist es nicht nur die fachliche Kompetenz, die erweitert wird, auch die Social Skills werden deutlich erweitert. Man wird viel empathischer und schaut und achtet miteinander auf die Gruppe. Also nicht nur als Kursleitender, sondern auch die Teilnehmer nehmen Rücksicht und sind verantwortlich für den Erfolg des Kurses. Und die Herausforderung, sich selbst zu organisieren, ist natürlich dabei auch inbegriffen. Wie funktioniert es nun, also einen hybriden Kursverlauf so zu organisieren, zu gestalten, dass man das Ziel erreichen kann? Das ist als allererstes eine klare Ansage zu schaffen, also den Kursverlauf von vornherein so exakt zu planen und mit viel Zeit und Puffern einzubauen, dass das Ganze natürlich erstmal Fahrt aufnehmen kann, niemand überfordert wird und sich mit dieser Materie auch mal ein bisschen spielerisch auseinandersetzen kann. Das bedeutet, wenn ein klarer Verlauf, diese Regeln, die ja üblich sind, die man zum Kursstart gemeinsam formuliert und verabschiedet, dass das einfach erstmal eine ganz solide Grundlage ist, niemanden zu verlieren auf der Reise, dieses Format dann nachher auch ganz gewöhnlich zu leben und zu lieben und zu schätzen, wie wir das bisher jetzt mit dem Präsenzunterricht in der Volkshochschule selber haben. Das interaktive Lernen bedeutet, es ist vielleicht neu, aber eigentlich ist es nicht neu. Wir haben es halt als Erwachsene nur ein bisschen verlernt, spielerisch und völlig frei uns im Unterricht dann auf neue Stoffe einzulassen. Wir sind so ein bisschen verängstigt, Fehler zu machen und durch entsprechende Kleingruppen, kollaborative Lösungen, die wir gemeinsam erarbeiten und finden, geht es dann dazu, den Spaß also da wieder ganz besonders in den Fokus zu holen. Den Wasserstand und die Temperatur zu messen, das ist deutlich wichtiger als sonst in Präsenz. Man kann ja so durch Blickkontakt schon eine ganze Menge herstellen und abfragen, wie geht es euch, langweilt ihr euch oder seid ihr gut dabei? Und deshalb ist das also auch ein Mittel, sich gegenseitig da zu unterstützen und zu fragen, ob es zu schnell, zu langsam, zu viel oder zu wenig ist. Die Evaluation ist genauso wichtig, um das Ganze dann entsprechend auch anwachsen zu lassen. Das heißt, wenn es auf der einen Seite die Lernkurve flach ansteigt, macht es ja auch eher Spaß, sich auf die Sache einzulassen. Aber umso besser ist es dann, nach jedem Kurs eine entsprechende Abfrage zu gestalten. Die muss nicht durch den Kursleitenden passieren oder durch die Kursleitenden, sondern das kann man auch automatisieren. Wie das funktioniert, wollen wir uns auch gerne heute Nachmittag anschauen. Das heißt, auch da kann künstliche Intelligenz uns helfen, bestimmte Auswertungen, Abfragen zu unterstützen, sodass ihr als Kursleitende nicht auch noch nach jedem Kursverlaufsende nochmal 2 Stunden drauflegen müsst, sondern das ganze Ergebnis, was ihr innerhalb von Minuten bekommt, für den nächsten Kurstag dann nutzen könnt als Optimierung. Ich habe hier ein paar Punkte mir vorbereitet und recherchiert, was es denn für Zukunftschancen gibt für die Berliner Volkshochschulen. Und da ist mir eins aufgefallen, Bildungsoptimismus. Das klingt jetzt auch nach einem Muss,
Aber das ist also, geht schon eher in Richtung Marketing und Image. Wir wollen ja irgendwie sehen, dass die Volkshochschule in so neuen Zielgruppen ja dann sich öffnet und interessant wird. Und wenn wir eben halt durch solche neuen Formate und Angebote zeigen, dass wir uns auf neue Dinge einlassen, dann können wir damit eine Menge an Optimismus verbreiten. Und von daher wird euch ja im Anschluss diese Präsentation auch zur Verfügung stehen, damit ihr selber abwägen könnt, was mit diesen Vorteilen ist. Das Ganze gibt es auch aus der Sicht natürlich der Teilnehmenden. Die haben ebenfalls eine ganze Menge Vorteile, wenn sie sich auf diese Interaktion mit neuen Medien einlassen. Das sind gute und großartige Argumente, mit dem Pad zu arbeiten, mit dem Smartphone, an dem Whiteboard oder dann tatsächlich nach dem Kursende mal eine Seite aufzurufen, wo die Aufgaben dann zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen, weil das mittlerweile ja auch Alltag in der Wirtschaft und in der Industrie ist. Gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Wenn ihr das wirklich mal erleben wollt, wie hybrider Unterricht funktioniert, dann könnte es sein, dass ihr vielleicht am nächsten Samstag Zeit habt. Da gibt es dann im Rahmen der Expo Lingua eine Veranstaltung, die Olga Kühl durchführt. Und sie wird dort in einem Deutschkurs präsentieren, wie man interaktiv mit Teilnehmenden, die vor Ort sind und online zugeschaltet sind, gemeinsam Aufgaben lösen kann. Ihr seid herzlich eingeladen, das ist kostenlos und es gibt einen Link, also wer von euch nicht persönlich erscheinen kann, präsent vorbeizukommen, der kann natürlich auf den Knopf drücken und das findet ihr ebenfalls in der Präsentation. Da würden wir uns freuen, wenn ihr einfach mal draufschaltet und euch mal das anschaut, wie die Abläufe sind, was man alles machen kann. Und dazu ist Olga Kühl als Multiplikatorin und erfahrene Deutschlehrerin eine Koryphäe und macht das wirklich großartig. Ich freue mich auf nächsten Samstag und vielleicht seid ihr ja auch mit dabei. So, vielleicht sehen wir uns ja heute Nachmittag und gehen dann mal so ein bisschen ins Detail. Es wird also um 15.15 Uhr im Raum 1 stattfinden und ja, es wäre schön, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank.